Wir sind heute auf der Messe Schuss in Düsseldorf und es gab heute ein ganz, ganz besonderes Highlight, nämlich die Verleihung des HDSL Junior Award 2024. Das Motto dieses Awards heißt Dream, Denim Dreams, Jeans on, Create a Shoe with Denim Details. Und ich stehe hier mit der Gewinnerin Marielle Lazan und mit ihrer Kreation, einem ganz, ganz besonderen Modell, das sie Chameleon genannt hat. Warum heißt es Chameleon? Ja, das heißt Denim Chameleon, weil wie das Tier Chameleon kann diese Schuhe ja so transformen. Das kann zwischen von eleganter Kniehöhe zu einer niedrigen Stiefel mühelos so gewechselt werden. Das heißt, ja. Wie ein Chamäleon verändert es seine Gestalt. Genau. Mhm. Und wenn ich mir das so richtig anschaue, gibt es hier auch noch so besondere Extras. Ich sehe hier Blüten, ich sehe aber auch Taschen. Ja, genau. Wofür sind diese Taschen? Also diese Taschen sind ja perfekt für Tragen von Essentials, also Schlüssel, Handy. Es gibt ja Taschen von innen und außen Schuhe auch. Also sehr praktisch. Sehr praktisch, das heißt, ich könnte auch meinen Lippenstift da transportieren. Genau. Super. Jetzt habe ich eine Frage, das Thema Nachhaltigkeit spielt ja eine wichtige Rolle. Und für diesen Schuh hast du da besondere Materialien verwendet, die es vielleicht schon mal gegeben hat? Ja, das habe ich gemacht. Also als ich von diesem Thema gehört habe, habe ich sofort an meine Denim-Kleidung gedacht. Und ich habe schnell meine Lieblings-Denim-Jacke genommen. Ah, man sieht auch die Knöpfe noch, ne? Ja, wenn man genau schaut. Ja, genau. Mhm. Und das war für mich zu klein schon. Und dann für diese Schuhe habe ich eine alte Hose und Denim-Jacke. Ne? Also hier wird wirklich Upcycling, sagen wir mal, at its best betrieben. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass Marielle Lazan eine sehr, sehr würdige Gewinnerin ist. Ich sage nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Du kommst aus Pirmasens, richtig? Ja, genau. Ja. Ursprünglich komme ich aus den Philippinen, bin aber in Vietnam aufgewachsen. Mhm. Ja. Und hast schon eine lange Tradition in der Schuhbranche, glaube ich, oder? Ja, genau. Also mein Papa kommt aus Pirmasens. Also seit ich ein Kind war, war ich schon lange in der Schuhindustrie. Also super. Ich freue mich schon jetzt auf viele, viele weitere kreative Schuhe aus deiner Hand und sage nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.